So, hallo liebe Wohnmobilfahrer. Heute geht es mal um euch. Wir machen ja ab und zu doch mal ein Wohnmobil und es wird immer öfter aufgrund des boomenden Wohnmobilmarkts. Und wir machen aber in den Wohnmobilen nur HiFi. Also wir machen Umbauten des Autoradios oder eine Rückfahrkamera oder ein Navi oder irgendwelche inneren Monitore und oder sonst was. Das machen wir eigentlich nur im Zuge eines HiFi-Umbaus. Also wir versuchen uns bei den Wohnmobilen möglichst auf das Thema HiFi zu beschränken, weil für alles andere gibt es wieder andere Experten, die da Solaranlagen draufbauen und sonst was. Und was ich mich immer frage, wenn jemand jetzt mit so einem Wohnmobil ankommt, ist, wie haltet denn ihr das aus? Das klingt so schrecklich, ja? Also das ist ein Fahrzeug, in dem bringe ich einen großen Teil meiner Freizeit, meines Urlaubes vielleicht sogar zu. Und dann fahre ich da viele Kilometer, tausende Kilometer mit dem Teil. Und es ist, du kannst ja nicht mal normal Radio hören da drinnen, weil das einfach so grauenvoll klingt. Also gerade speziell in dem hier klang das wirklich total grauenvoll. Warum macht man denn da nichts dagegen? Ja, das ist doch Luxus. Und es klingt aber tatsächlich, also wie ein Küchenradio, was man so unter die Hänge klebt. Schlimm. Jedenfalls will ich hier nur mal ganz kurz zeigen, dass es da Abhilfe gibt. Und zwar auch nicht so teure Abhilfe. Man muss da auch nicht bei irgendeinen Wohnmobilspezialisten gehen. Dort ist man völlig falsch, weil die Wohnmobilspezialisten, die sind spezialisiert auf ganz andere Dinge. Die bauen ja ein neues Klo ein oder so. Man geht halt zu einem HiFi-Spezialisten, also so wie zu uns hierher. Da kriegt man neue Lautsprecher hier vorne rein. In dem Fall sind jetzt hier von Gladen Audio. Es waren vorher da schon welche drin, aber die waren so schlimm, das kannst du gar nicht vorstellen, das ist verrückt. Die Gladen-Dinger klingen jetzt jedenfalls sehr, sehr gut, sind noch relativ günstig. Telefon klingelt, geht gerade nicht. Und dazu ist ein kleiner Subwoofer eingekommen in das Fahrzeug. Der steht jetzt hier neben dem Beifahrersitz in so einer Nische. Den sieht man gar nicht, der fällt gar nicht auf. So, da hat es kurz an der Ladentür geklingelt, musste ich mal kurz weghören. Also, ich fasse nochmal zusammen. Paar neue Lautsprecher vorne rein ins Armaturenbrett, die viel, viel besser klingen als alles andere, was man dort verbauen kann. Gladen geht immer gut. Die hängen auch ganz normal am Radio, da ist kein Verstärker oder sonst was dazwischen. Wir wollen ja nur einigermaßen vernünftig Musik hören. Und es ist ein kleiner Subwoofer reingekommen, der praktisch hier links, rechts, wie mehr neben dem Beifahrersitz steht, in so einer Ecke drinne. Da stört er nicht, der fällt auch nicht offen. Der ist auch ungefähr nur so groß wie ein Schuhkarton, sag ich mal. Kleiner Verstärker dazu. Da haben wir praktisch eine Gesamtinvestition hier von knapp 1000 Euro. Und dann ist das eigentlich gegessen. Und für die 1000 Euro hat man in dem Auto einen richtig angenehmen, warmen, vollen Klang und kann auch mal mit Musik in Urlaub fahren und nicht nur mit so einem grauenvollen Klang. Also, liebe Wohnmobilfahrer, überlegt euch das, ob ihr euch da was Gutes tut. Mir geht es ja gar nicht darum, dass das jetzt hier bei mir passiert oder sonst wo. Ich finde das bloß, ich finde die ganze Gesamtsituation, dass in den Wohnmobilen allgemein so ein schlechter Klang ist, das finde ich eigentlich eine unerträgliche Sache für die Sache, was man mit dem Wohnmobil halt macht. Da muss es ja auch ordentlich sein, finde ich. Wenn ihr es anders seht, ist okay. Ansonsten geht zum Car-HiFi-Fachmann und lasst euch da helfen.